23.000 Zuschauer im Stadion. Die Kulisse ist da, ist gewillt, die Bremer von Beginn an zu unterstützen, die hier mit Manfred Burgsmüller und Norbert Meyer den Anstoß ausführen werden. Der Schiedsrichter kommt aus Frankreich, Joel Kingel. Und Oliver Reck, Nachfolger von Burdenski im Tor der Bremer. Schulz und Hacke. Thomas Doll schafft sich da durchzusetzen. Norbert Meyer, seine Flanke. Riedle. Die erste Chance für Werder. Ein wilder Beginn. Ein sehr gefährlicher Kopfball von Kalle Riedle und eine ebenso gute Parade von Ruth Waleit, der den Ball hier zur Ecke leitet. In diesem Abwehrfall, den Dynamo da aufgebaut hat, aber nächste Möglichkeit. Norbert Meyer. Was für ein toller, was für ein gefährlicher Auftakt von Werder Bremen, gleich zwei Chancen in den Anfangsminuten. Wieder Meyer, Votava! Freistöße, Ecken, die Standards mit links vom Linksfuß von Norbert Meyer. Votava! Der Kapitän bekommt den Ball nicht richtig auf den Außenriss und verfehlt deshalb das Tor. Aber Otto sieht ganz zufrieden aus. Otto Reha. Meyer schnell ausgeführt und da versuchen Burgsmüller und Riedle es trickreich und mit Fallrückzieher. Ofka. Razet geht mit in den Strafraum. 1, 2, 3 und Foul! Foul von Rode an Razet und es gibt Elfmeter für den SV Werder. Hier noch einmal, da kommt Rode, grätscht Richtung Ball, aber den trifft er nicht. Dafür das Bein von Rune Razet. Dem hat das wehgetan, aber der Schmerz wird sicherlich gelindert durch das, was er herausgeholt hat. Nämlich einen Elfmeter für Werder. Die große Chance zum ersten Tor. Kutzop, der Mann, der Elfer ja oft aus dem Stand verwandelt. Aber diesmal nimmt er Anlauf. Da kommt noch mal Rainer Ernst, sagt irgendetwas zu ihm. Kutzop wird er wieder verzögern. Er wird verzögern und er trifft. 1:0 für Werder Bremen. 22. Minute. Nur noch zwei Tore bis zu einer Verlängerung. Und dafür hat Werder nach diesem Treffer noch 68 Minuten Zeit. Ruth Waleit von ihm, verladen von Michael Kutzop. Razet wieder fit nach dem Foul. Riedle um zwei herum, seine Flanke, Burgsmüller! Er jubelt, aber der Linienrichter sagt kein Tor und auch der Schiedsrichter. Da warten wir mal die Zeitlupe ab. Manfred Burgsmüller, Ruth Waleit muss durch das ganze Tor und kommt wohl doch noch rechtzeitig an den Ball, bevor der über die Linie geht und lenkt ihn an den Innenpfosten. Also weiter 1:0 für Werder. Aber was für eine Mega-Chance hier. Das Tor, die Chance für Thomas Doll. Das Tor ist leer.
Reck kommt raus. Und was macht Doll daraus? Ganz allein auf weiter Flur. Das erste Loch in der Werder-Abwehr. Das wäre ein Schock für die Bremer gewesen. Aber rechts. Die Flanke kommt. Burgsmüller, aber Rutt war leid. Mann um Ernst herum. Einmal, zweimal die Flanke. Ratze Burgsmüller. Die nächste Chance für Werder Bremen. Manni Burgsmüller. Großartig vorbereitet von Günther Herrmann. Einfacher Trick rum um Rainer Ernst. Seine Flanke, Brazet verlängert sie und dann rutscht Burgsmüller hinein. Rutscht vielleicht auch ein bisschen aus. Thomas Schaaf mit vorne. Herrmann nimmt den Abpraller. 2:0 für Werder, 55. Minute, Volley-Schuss von Günther Herrmann, was für ein Tor. Hier, noch einmal, volles Risiko, aus der Luft genommen, oben in die Ecke, Rutt war leider ohne Chance. Boah, was für ein Schuss von Borowka. Sensationell. Da pustet er durch. Hier, der Freistoß kommt zu Uli Borowka. Der nimmt den Ball sofort mit vollem Risiko. Und Rutt war leid mit den Fingerspitzen über die Latte zur 10. Ecke. Gut so. Scharf. Burgsmüller, Burgsmüller. Und wieder Rutt war leid. Norbert Meyer. Und die Fans wollen den Ball richtig reintreiben. Meyer, Burgsmüller, Riedle! Da ist es! Das 3:0. Zumindest die Verlängerung. 62. Minute. Das kleine Wunder ist fast schon perfekt. Gelingt auch noch das Große. Hier wieder sensationell der Freistoß von Meyer. Burgsmüller geht damit ran. Da prallt der Ball ab von einem der Dynamo-Verteidiger. Kommt zu Riedle. Keine Chance. Rutt war leid auf dem Weg in die Ecke und in die Mitte, mitten ins Herz hinein. Herrmann. Einfacher Trick wiederum. Votava, Volley! Rutt war leid. Der einzige, den man loben kann bei den Ostberlinern, Bodo Rutt war leid. Hier, zauberhafter Volley von Mirko Votava. Norbert Meyer, wieder kann er flanken und wieder Burgsmüller! 4:0, unfassbar! 70. Minute. Das Phänomen Manni Burgsmüller. 38, 4:0. Unfassbar, das Weiterkommen ist greifbar nah. In diesem Moment ist Werder weiter. Durch diesen Treffer von Manni Burgsmüller wird das Wunder, das zweite von der Weser, wirklich wahr. Unglaublich. Bremen 4, Dynamo 0, Manfred Burgsmüller. Die letzten Sekunden. Riedle sieht da drüben Thomas Schaaf. Thomas Schaaf. Thomas Schaaf! 5:0. In der 90. Minute durch den Außenverteidiger. Und nun ist hier niemand mehr zu halten. Rutt war leid, der Beste, der einzig Gute bei Dynamo, konnte auch dies nicht verhindern. 5:0, das Wunder von der Weser ist perfekt. 0:3 in Berlin, 5:0 in Bremen. Unfassbar, was für ein Spiel, was für eine magische Nacht im Weserstadion. Ein Spiel, von dem man noch Jahrzehnte
später sprechen wird, dass man sich immer wieder mal auf Video angucken kann. Unglaublich, was Werder Bremen hier für eine sensationelle Nacht geboten hat, für eine sensationelle Leistung. Und dass man hier mit diesem Resultat völlig verdient weitergekommen ist. Und es hätte noch viel, viel schlimmer kommen können für die Dynamos. Jubel, Trubel, Heiterkeit in Bremen.